Herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode von Bewusstsein TV. Heute widmen wir uns einem äußerst faszinierenden Thema, das die Menschheit seit Jahrtausenden in ihren Bann zieht: die Welt der Prophezeiungen und Vorhersagen. In diesem Video werde ich euch auf eine aufregende Zeitreise mitnehmen. Von den geheimnisvollen Sehern der Antike über die frühesten Orakel im alten Orient bis hin zu berühmten Visionären wie Nostradamus und der Neuzeit. Ich werde nicht nur die Prophezeiungen selbst beleuchten, sondern auch die unterschiedlichen Epochen und Kulturen, in denen sie entstanden sind. Mein Ziel ist es, euch sowohl zu unterhalten als auch umfassend zu informieren über dieses geheimnisumwobene Phänomen und die Mysterien, die dahinter stecken. Ich hoffe, am Ende habt ihr neue Erkenntnisse gewonnen und euer Bewusstsein für Prophetie konnte sich erweitern. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dieser besonderen Zeitreise. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Bleibt also dran! Begeben wir uns nun auf die mystischen Pfade der Vergangenheit. Propheten begleiten die Menschheit schon seit frühesten Zeiten, ob in fernen Mythen oder den heiligen Schriften unserer Vorfahren. Überall finden wir ihre Spuren. In Trance oder Ekstase verkündeten sie scheinbar Kommendes oder brachten vermeintlich überirdische Botschaften. Doch wer waren diese mysteriösen Gestalten wirklich, die alles zu kennen schienen? Ihr Erscheinen und enigmatischen Worte faszinierten seit jeher Gläubige und Historiker. Dennoch bleibt ihr eigener Weg verborgen im Nebel vergangener Epochen. Vieles an ihrer Herkunft und Motivation ist ungewiss. Gab es wirklich übernatürliche Kräfte, die sie bewegten? Oder nährten irdische Absichten wie Machtstreben ihre Verkündigungen? Oft verbargen sich hinter den Legenden ihrer Weissagungen komplexe Menschen, deren Einfluss weit in die Zukunft wirkte. Ob die Seher der Bibel oder Schamanen verlorener Völker, ihre prophetischen Worte sollten Katastrophen vorwarnen oder den Willen göttlichen verdeutlichen. Doch wie kam ihre inspirierende Gabe tatsächlich zustande? Noch heute üben Propheten einen magischen Reiz auf uns aus. Ihre Fähigkeiten, scheinbar ins Verborgene blicken zu können, fasziniert. Gleichwohl bleibt vieles an ihrem Geheimnis im Dunkeln zurückliegender Zeiten verborgen. Es ist an der Zeit, endlich Licht in dieses Rätsel zu bringen. Wir werden den Spuren berühmter Seher durch Geschichtsschriften und Überlieferungen folgen. Wir werden neue Details ihrer Lebenswege offenlegen und ihre Lehren in einen weiteren Kontext stellen. Vor allem aber werden wir prüfen, was von ihrem Vermächtnis bis heute fortwirkt. Die ersten Propheten der Menschheit. Schon in den frühen Hochkulturen des alten Mesopotamiens und Ägyptens im 3. Jahrtausend vor Christus finden sich erste Berichte von Propheten. So berichten Keilschrifttafeln aus der Stadt Mari im heutigen Nordosten Syrien von Männern und Frauen, die in Traumvisionen oder durch Offenbarungen von einem Götterbild im Tempel plötzlich prophetische Botschaften empfingen. Diese frühen Seher, etwa der Propheten Ayaba und Ada aus Mari, fungierten als Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen. Sie warnten tröstend und versprachen Erfolg im Namen der jeweiligen Gottheiten.
Manchmal wurden ihre Botschaften sogar direkt auf die Tempelwände geschrieben, um für jedermann zugänglich zu sein. Aus dem 2. Jahrtausend vor Christus sind uns auch Berichte aus dem alten Babylonien überliefert. So berichtet die sogenannte Enuma Elish, eines der ältesten Werke der Weltliteratur, von dem Weisheitsgott Ea, der Visionen empfängt. Oft traten solche frühen Propheten auch am Hofe der mesopotamischen Herrscher auf. Auch im alten Ägypten gab es Propheten oder Seher, wie sie dort genannt wurden. Sie deuteten Träume, die Bewegung der Gestirne oder das Vogelschicksal. Berühmte Propheten waren Sudi und Petese aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Sie empfingen ihre himmlischen Botschaften laut altägyptischen Texten oft in Trancezuständen. Ebenso gab es Seher und Wahrsager am Hof der altindischen Maharajas. Bekanntester unter ihnen war der Rishi Vishwamitra, der etwa 900 vor Christus lebte. Auch hier basierte die Prophetie auf Deutungen aus Traum, Ekstase oder Verzückung. Viele der überlieferten Visionen beziehen sich auf den indischen Unterhalt. Im 2. Jahrtausend vor Christus trat dann mit dem Propheten Mose eine Gestalt hervor, die die Prophetie nachhaltig prägen sollte. Als Moses, Sohn jüdischer Eltern, sich im alten Ägypten gegen die Sklaverei seines Volkes auflehnte, empfing er laut Bibel am Berg Horeb die Tafeln der 10 Gebote aus der Hand des einen ewigen und eifersüchtigen Gottes Jahwe. Mose verkündete demnach als erster die radikale Idee des Monotheismus. Er setzte zugleich Maßstäbe, an die spätere Propheten immer wieder erinnerten. Mose, der selbst nur das gelobte Land von Ferne sah, diente als Vorbild bedingungslosen und unbeirrbaren Gehorsams gegenüber dem göttlichen Willen. In diesem Sinne war Mose der Begründer eines neuen, religiös durchdrungenen Volkes mit einem eigenen Schicksalsbewusstsein. Kommen wir nun zu den klassischen Propheten Israels. Während der babylonischen Gefangenschaft des Volkes Israel im 6. vorchristlichen Jahrhundert setzte dann eine Blüte prophetischer Offenbarungsschriften ein. Prophetische Autoren wie die Großpropheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder der Schriftgelehrte Daniel verkündeten ihre Weissagungen. Sie alle brachten die Katastrophe des Untergangs Judas und der Zerstörung des Tempels als Konsequenz einer gottgewollten Heilsgeschichte. Zugleich versprachen sie die Wiederherstellung des Volkes und einen neuen Bund zwischen Jahwe und seinem auserwählten Volk. Ihre Schriften bildeten fortan den Kern des Alten Testaments. In der Periode der Rückkehr aus der Gefangenschaft um 500 vor Christus wirkten Propheten wie Haggai, Zacharia und Malachi. Sie konzentrierten sich vor allem auf den Wiederaufbau des zerstörten Jerusalem. Die Verkündigung dieser Propheten spiegelten die konkreten historischen Herausforderungen ihrer Zeit wider und boten zugleich tröstende Zusagen für die kommenden Geschlechter. Die Propheten des Alten Testaments legten so den Grundstein für eine lange prophetische Tradition, die bis in die Neuzeit hineinwirken sollte. Ihre Schriften bilden einen eigenen Teil der Bibel und sichern der Prophetie einen besonderen Rang im Judentum und Christentum. Jesus von Nazareth, ein leuchtendes Vorbild humanistischer Botschaft. Jesus, zu Lebzeiten zwischen 0 bis 33 nach Christus in Judäa wirkend, gilt als inspirierender Prediger göttlicher Barmherzigkeit. Bereits zu seinen Lebzeiten sahen viele in ihm den erfüllenden Abschluss prophetischer Verheißungen.
Mit sanfter Stimme verkündete er überall die frohe Botschaft von Gottes grenzenloser Nächstenliebe. So tröstete er stets Kranke und Ausgeschlossene, ohne selbst Ansehen der Person zu achten. Seine berühmte Bergpredigt predigte Jesus mit einfachen Worten der Vergebung und des Friedens. Sie regt bis heute zum Nachdenken über unser Miteinander an. Als selbstloser Helfer ermutigte Jesus stets zum Mitgefühl mit Ärmeren. Auch sein sanftes Mahnen gesellschaftlicher Gerechtigkeit kam aus reiner Menschenliebe. Obwohl Jesus manch Widerstand erfuhr, verbreitete er stets Optimismus von Gottes kommenden Friedensreich. Auch sein opferwilliger Tod am Kreuz schenkte nach der Auferstehung Hoffnung auf ewige Versöhnung. Für seine frühen Jünger war Jesus der ewige Vorläufer himmlischen Heils. Seine visionäre Botschaft positiven Denkens und Handelns inspiriert über 2 Jahrtausende und vermag die Welt zum Guten zu verändern. Der Prophet der Muslime. Mohammed ibn Abdallah wurde im Jahre 570 nach Christus in Mekka, Saudi-Arabien, geboren. Er stammte aus dem Stamm der Quraysh und wuchs als Weise auf. Schon früh fühlte er sich berufen, als Religionsstifter und Prophet aufzutreten. Zwischen 610 und 632 nach Christus begann Mohammed während seiner Meditationen und Rückzüge in eine Höhle am Berg Hira Offenbarungen zu empfangen. Laut islamischer Überlieferung erschien ihm dort der Erzengel Gabriel und übermittelte ihm die ersten Verse der Suren, die später den Koran bilden sollten. Mohammed sah sich dadurch von Gott auserwählt, die wahre monotheistische Lehre zu verkünden. Diese beanspruchte, die vorherigen Offenbarungen an Moses und Jesus zu bestätigen und weiterzuentwickeln. Allerdings stieß er zunächst auf Ablehnung in Mekka. So wanderte er 622 nach Christus mit seinen Anhängern nach Medina aus. In den folgenden Jahren errichtete er dort einen theokratischen Stadtstaat und bereitete militärische Feldzüge vor. Bald konnte er auch seine Heimatstadt Mekka für sich gewinnen. Bis zu seinem Tod 632 formte Mohammed durch viele Verse den Koran und seine Sunna, seine Lebensweise, den Korpus der islamischen Lehre heraus. Er begründete damit eine neue Weltreligion, die heute von über 1,5 Milliarden Muslimen auf der ganzen Welt verfolgt wird. Auch politisch und kulturell prägte seine Lehre den Vorderen Orient nachhaltig. Visionäre und Reformgeister im Mittelalter. Bereits ab dem 11. Jahrhundert mehrten sich im von Macht bekämpften, zerrissenen Europa radikale Strömungen, die zurück zu den Ursprüngen des Christentums strebten. Ein früher Vertreter war der Wanderprediger Tantchelm, der als weißer Prophet bekannt wurde. Er inspirierte viele durch Askese und schlichtes Lebensideal. Der italienische Mönch Joachim von Fiore entwickelte um 1190 ein komplexes Geschichtsbild aus 3 Zeitaltern, welches tiefgreifende Reformen voraussagte. Auch in anderen Regionen der Welt gab es im Mittelalter prophetische Strömungen. In Südostasien entwickeln sich in buddhistischen Klöstern ausgefeilte Schriftkulturen, die ihre Texte auf langlebigen Palmblättern überlieferten. Auf diese Weise wurden umfangreiche Bibliotheken mit religiösen, medizinischen und wissenschaftlichen Werken über Jahrhunderte hinweg bewahrt. Auch Laienbewegungen wie die Waldenser und vor allem die als Ketzer bekämpften Katharer in Südfrankreich sahen sich als Träger einer neuen Offenbarung. Ihre Ästhetik brach mit Rom und Hierarchie. Im 13. Jahrhundert brodelte es in Deutschland. Visionäre wie Berthold von Regensburg, Johanna von Brahma und Meister Eckhart aus Köln wirkten als radikale Erneuerer, stets zwischen den Traditionen
und prophetischem Aufbruch. Dies bereitete den Boden für die Reformation, die im 16. Jahrhundert eine Renaissance prophetischer Texte mit sich brachte. Radikal-reformatorische Gruppen wie die Täufer beanspruchten die Fortsetzung urapostalischer Inspiration, was oft in Konflikte mit der Staatsmacht mündete. Daneben inspirierten Einzelne wie Jakob Böhme als bedeutender christlicher Mystiker. Prophetische Stimmen in Zeiten des Umbruchs, von der Reformation bis zur Neuzeit. Die Reformation des 16. Jahrhunderts löste eine regelrechte Renaissance prophetischer Schriften aus. Radikale Reformatorinnen und Reformatoren wie Thomas Münzer strebten eine Rückkehr zum puritanischen Ideal der Urkirche an. Ihr theologischer Radikalismus brachte sie häufig in Konflikt mit den etablierten Kirchen. Viele taufbewegte Gruppen, allen voran die Täufer, sahen sich durch unmittelbare göttliche Eingebung legitimiert. Ihr enthusiastischer Reformanspruch, der bisweilen auch politische Revolution einschloss, endete nicht selten blutig. Parallel dazu traten auch Einzelpropheten wie der berühmte Arzt und Astrologe Nostradamus aus Frankreich hervor. Seine zwischen 1555 und 1568 verfassten Prophezeiungen in Versform, die zunächst verklausuliert gehalten waren, sollten ihn posthum weltberühmt machen. Bis heute werden seine Orakel immer wieder umgedeutet und in ihre Vorhersagekraft überprüft. Nostradamus lebte und wirkte inmitten der Umbrüche des 16. Jahrhunderts und der Glauben an seine Gaben spiegelte vermutlich auch Unsicherheiten seiner Epoche wider. Neben reformatorischen Gruppen trat im frühen 17. Jahrhundert auch der christlich-mystische Visionär Jakob Böhme hervor. Seine theosophischen Schriften, die auf innere Gotteserlebnisse zurückgingen, übten über Jahrhunderte weltweiten Einfluss aus. Im 18. Jahrhundert förderte vor allem die aufkeimende Romantik sowie Erweckungsbewegungen das gestiegene Interesse an Ekstase und besonderer Gotteserfahrung. Aus diesem Nährboden entstanden pfingstlerisch und täuferisch geprägte Freikirchen. Deren radikale Erneuerungsbotschaft spiegelte die Umbrüche nach reformatorischer Tradition. Gerade in Zeiten weitreichender gesellschaftlicher Veränderungen suchten Menschen verstärkt nach transzendenter Orientierung durch charismatische Propheten. Die Begegnung zweier Kulturen, Prophetie bei Siedlern und Ureinwohnern. Als die ersten europäischen Siedler im 17. und 18. Jahrhundert in Nordamerika eintrafen, begegneten sie den verschiedenen Stämmen der Ureinwohner. Diese verfügten über jahrtausendalte spirituelle Traditionen, in denen Visionssuche und Prophetie eine wichtige Rolle spielten. Medizinmänner der Indianervölker fungierten als Heiler und Vermittler mit dem Geisterreich. Oft benutzten sie halluzinogene Pflanzen wie Peyote bei Ritualen. Einige ihrer visionären Lehren, etwa die Weihnachtsprophetie beim Stamm der Modok, beeinflussten ganze Stammesidentitäten. Mit der Zeit kam es auch zu gegenseitigem kulturellem Austausch. Manche Indianer konvertierten zum Christentum, während christliche Siedler Interesse am Schamanentums fanden. Um 1800 entstanden synkretistische Bewegungen, die Elemente beider Welten verbanden. Eine der einflussreichsten Gestalten war der Paiute-Häuptling Wovoka Ende des 19. Jahrhunderts. Er predigte die Wiederkehr der Toten und ein goldenes Zeitalter im Zuge des Tänze der Geister. Seine Anhänger gründeten den Geistertanz, der Aufstände auslöste. Solche Propheten spiegelten den Kontakt Indigener mit christlich-abendländischer Kultur. Ihre visionären Lehren prägten nachhaltig Tradition und Widerstandskraft der First Nations in Zeiten des Verlusts ihrer Lebensräume.
neue prophetische Stimmen in dem Umbruch des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert war in Europa und in Deutschland eine Zeit großer gesellschaftlicher und technologischer Umbrüche. Das Aufkommen der Industrialisierung, die Säkularisierung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse stellten traditionelle Weltbilder in Frage. In diesem Kontext erlebte die Prophetie eine neue Blüte. Neue religiöse Bewegungen und visionäre Einzelfiguren verbreiteten ihre Lehren. Der Schwede Emanuel Swedenborg berichtete ab 1743 von himmlischen Offenbarungen und begründete den ebenso einflussreichen wie umstrittenen Swedenborganismus. In Deutschland trat die mystisch-visionäre Gestalt Jakob Lorber in Erscheinung. Zwischen 1840 bis 1850 verfasste er über 40.000 Seiten, in denen er die neue Offenbarung Gottes proklamierte. Seine Lehren verbreiteten sich weit über Deutschland hinaus. Andere wie der Bahá'í-Religionsstifter Bahá'í'lláh im Orient oder Mary Baker Eddy, die Begründerin der Christian Science in Amerika, begründeten neue Konfessionen. Ihre Lehren sprachen vielfach auch Progressives und Wissenschaftliches der Zeit an. Die Vielzahl neuer prophetischer Stimmen spiegelt die intensiv geistigen Strömungen dieser Umbruchszeit sowie das menschliche Bedürfnis nach Orientierung und Transzendenz in Zeiten des Wandels wider. Viele ihrer Lehren wirken bis heute nach. Prophetie in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels. Das 20. Jahrhundert brachte durch zwei Weltkriege, Kolonialismus, Ende und den Kalten Krieg tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche. Dies löste vielfach ein Bedürfnis nach spiritueller Orientierung und Erneuerung aus. Hunderte neuer religiöser Bewegungen entstanden weltweit. Viele ihrer Gründer wie L. Ron Hubbard mit Scientology in den 50ern oder David Goresh und seine Davidianergruppe in den 70ern inszenierten sich selbst als moderne Propheten mit direkter Offenbarung. Ihre Lehren boten oftmals einen ganzheitlichen Erklärungsansatz für globale Veränderungsprozesse. Andere Bewegungen wie die Hare Krishnas oder Sekten wie die People's Temple griffen gesellschaftskritische oder sozialutopische Ideen der Zeit auf. Ihr charismatischer Führungsanspruch und Machtstreben ließ jedoch auch destruktive Auswüchse wie Selbstmordgruppen oder Geiselnahmen zu. Die Vielfalt neuer Bewegungen spiegelte einerseits einen wertepluralistischen Zeitgeist wider, andererseits scheiterten manche ihrer visionären Versprechen an der Realität oder arteten in kultische Strukturen aus. Bis heute üben ihre oft visionären Gründergestalten Faszination, aber auch Kritik auf ihre Epoche aus. Ihre prophetischer Impetus verband sich mit gesellschaftlichen Utopien und Ängsten ihrer jeweiligen Zeit. Eine visionäre These mit Folgen. Im Jahr 1989 stellte der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama eine der einflussreichsten und zugleich umstrittensten Thesen der Geschichtsphilosophie vor. In seinem Essay »Das Ende der Geschichte« entwickelte er die These, dass nach Jahrhunderten von Umbrüchen wie der Reformation, Industrialisierung und zwei verheerenden Weltkriegen nun der westliche Liberalismus als alleingültiges politisches und ökonomisches System übrig geblieben sei. Fukuyama sah darin das Ende der Geschichte als steten Fortschrittsprozess, da dieses System Geschichte als stetigen Wettbewerb alternativer Ideologien überwunden habe. Mit Verbreitung marktwirtschaftlicher Demokratien sei der höchstmögliche Grad an Freiheit und Wohlstand erreicht. Die Menschheit stehe am Zielpunkt ihrer geistigen Entwicklung.
Diese These traf weltweit einen Nerv, da sie die Hoffnung auf ein stabilisiertes Weltsystem ansprach. Zugleich löste sie fundamentale Kritik aus, denn sie suggerierte ein fixes Geschichtsendziel und übersah ethnopolitische Konflikte. Obwohl Fukuyama seine Sicht später relativierte, blieb sie bis heute einflussreich. Sie spiegelte Visionen eines selbstgewissen Westens nach dem Kalten Krieg, übersah aber die Dynamik politischer Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt 1990er Konflikte widerlegte ihre Prognose eines rein rationalen Fortschrittsmodells. Prophetische Mahnungen im Zeichen der ökologischen Krise. Seit den 70er Jahren wurde die Kritik an den Folgen industrialisierten Wirtschaftens für Mensch und Natur immer lauter. Einflussreiche Stimmen warnten vor den Grenzen eines unbegrenzten Wirtschaftswachstums. Eine Pionierin war die Meeresbiologin Rachel Carson. Ihr bahnbrechendes Buch »Der stumme Frühling« aus dem Jahr 1962 legte erstmals den dramatischen Rückgang der Artenvielfalt durch Pestizide dar. Sie gilt als Begründerin der modernen Umweltbewegung. Ein weiterer Meilenstein war der Bericht des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums 1972. Das internationale Expertengremium zeichnet darin erstmalig ein bedrohliches Szenario der Übernutzung natürlicher Ressourcen. Ihre Mahnungen vor dem Kollaps ökologischer Systeme lösten eine breite gesellschaftliche Debatte aus. Weitere Wissenschaftler wie der Biologe James Lovelock mit seiner Gaia-Hypothese im Jahr 1970 oder der britische Naturfilmer David Attenborough warnten in eindringlichen Bildern und Fakten vor Umweltzerstörung. Auch Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft wie der frühere US-Vizepräsident Al Gore trugen mit Filmen wie »Eine unbequeme Wahrheit« apokalyptische Klimawandelszenarien vor. Ihre prophetischen Stimmen haben das ökologische Bewusstsein nachhaltig geprägt, auch wenn Politik und Wirtschaft nur langsam reagierten. Angst vor dem Jahrtausendwechsel, die U2K-Hysterie. Als sich das 20. Jahrhundert dem Ende zuneigte, kam es vermehrt zu apokalyptischen Untergangsszenarien für die bevorstehende Jahrtausendwende. Auslöser war die Warnung von IT-Experten vor einem möglichen Kollaps globaler Computersysteme und Infrastruktur durch einen sogenannten U2K-Bug. Dieser trat bei Datumsangaben auf, die nur die letzten zwei Zahlen der Jahre enthielten. Mit 1999 würde dann plötzlich 1900 anzeigen und so zu Systemausfällen führen. Nostradamus-Interpretationen sahen darin Anzeichen drohender Katastrophen. Die Angst schwappte weltweit und befeuerte Endzeit- und Weltuntergangsstimmung. Medien berichteten über Hamsterkäufe und Bunkerbauten. Es kam zu Massenanstürmen auf Lebensmittel und Benzin. Tatsächlich erwiesen sich die Warnungen als berechtigt. Jedoch hatten Regierungen und Unternehmen immense Anstrengungen unternommen und den Bug mit hohem Aufwand beseitigt. Der erwartete Zusammenbruch globaler Systeme zum Jahreswechsel blieb aus. Dennoch hatte die Hysterie, die auch Nostradamus-Gläubige bediente, gezeigt, wie real solche möglichen Gefahren empfunden wurden und tiefsitzende Ängste vor einem Kontrollverlust angesichts technologischer Risiken berührte. Eine missverstandene Prophezeiung weckt Neugierde und Kreativität. Ab Ende 2009 fand weltweit ein reges Interesse an der Kultur der alten Maya statt. Anlass war die Vermutung, deren Kalendersystem könnte das Ende eines längeren Zeitzyklus für den 21.12.2012 benennen. Dies löste eine Welle kreativer Auseinandersetzungen aus.
Es entstanden spannende wissenschaftliche Debatten und öffentliche Veranstaltungen rund um die Maya-Kultur. Künstler und Filmemacher thematisierten in ihren Werken mögliche spirituelle Botschaften und die Faszination des Unbekannten. Survival-Trainings oder Weltuntergangspartys sorgten für gesellige Unterhaltung. Experten wie Dr. Andreas Fuhls nutzten die Aufmerksamkeit, um fundiert über die tatsächlichen Erkenntnisse der Maya-Kalendersysteme aufzuklären. Auch nach dem erwartungsvollen Datum blieb das Interesse an der faszinierenden Kultur bestehen. Insgesamt regte die vermeintliche Prophezeiung die Menschen dazu an, sich in kreativer Weise mit Großereignissen, dem Lauf der Zeit und anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Sie förderte Neugierde auf Wissen und inspirierte die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Fortschrittliche Werkzeuge für ein besseres Verständnis der Zukunft. In unserer modernen Wissensgesellschaft können Vorhersageexperten auf leistungsstarke Methoden und Technologien zurückgreifen. Ökonomen nutzen raffinierte Statistikmodelle, um aus der Fülle historischer Daten wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Entwicklung von Märkten und Branchen zu gewinnen. Klimaforscher versetzen leistungsstarke Supercomputer in die Lage, komplexe Simulationsrechnungen durchzuführen. Anhand physikalischer Parameter und Szenarien erforschen sie so langfristige Trends des globalen Klimas und ihre möglichen Auswirkungen. Dadurch gewinnen sie wichtiges Wissen für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Auch in anderen Bereichen wie Demografie oder Technologie treiben digitale Werkzeuge unser Prognosevermögen stetig voran. Durch maschinelles Lernen können selbstständig Zusammenhänge und Trends erkannt werden. Dennoch bleibt jede Vorhersage mit Unsicherheiten behaftet, da sich die Zukunft nicht exakt vorherbestimmen lässt. Ihr Wert liegt daher vor allem im besseren Verständnis komplexer Systeme und Dynamiken. Durch ständige Aktualisierung gewinnen Modelle und Prognosen aber laufend an Genauigkeit und Aussagekraft. Vielfältige Stimmen im Dialog über die Zukunft. Unsere Zeit bietet durch den beschleunigten Wandel in Gesellschaft und Umwelt die Chance für ein blühendes Miteinanderdenken über Wege in eine nachhaltige Zukunft. Engagierte zivilgesellschaftliche Initiativen wie Extinction Rebellion bringen wichtige Themen wie den Klimaschutz konstruktiv in die Öffentlichkeit. Ihr gewaltfreier Einsatz hat bereits dazu beigetragen, politische Prozesse und den Diskurs in Wirtschaft und Medien zu beeinflussen. Gleichzeitig beobachten wir einen interessanten Ideenaustausch über Trends wie die Digitalisierung. Hier findet ein respektvoller und offener Dialog auf Augenhöhe statt, der neue Perspektiven eröffnet. Internationale Wissenschaftlerteams leisten mit ihren sorgfältig erarbeiteten Szenarien und Prognosen einen wertvollen Beitrag zum Diskurs. Sie vermitteln ein ausgewogenes Bild möglicher Chancen und Herausforderungen. Diese Vielfalt an kreativen, konstruktiven Stimmen fördert einen fruchtbaren Lernprozess in der gesamten Gesellschaft. Durch einen wertschätzenden Austausch zwischen Bürgern, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Experten können wir Veränderungen noch besser verstehen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Ein solch inklusiver Dialog ist der Schlüssel, um den Wandel nachhaltig, demokratisch und zum Wohle aller gestalten zu können. Die Zukunft bleibt offen und gestaltbar. Ein lukrativer Blick über den Tellerrand. Der Blick in die Zukunft fasziniert Menschen seit jeher. Heute floriert daraus ein eigener Wirtschaftszweig. Zukunftsforscher und Thinktanks analysieren akribisch gesellschaftliche Trends, Wirtschaftsszenarien und den Fortschritt von Technologien wie KI oder Biotech.
Ihre ausführlichen Studien und Berichte verkaufen Sie erfolgreich an Unternehmen, die detaillierte Prognosen für neue Märkte und Geschäftsfelder benötigen. So können diese frühzeitigen Chancen und Risiken einschätzen. Auch populäre Bestseller-Autoren wie Yuval Harari begeistern ein Massenpublikum mit packenden Visionen einer möglichen posthumanen Zukunft. Ihre Lesungen sind rappelvoll. Allerdings bleiben auch hochkomplexe Langzeitprognosen nicht frei von Ungewissheiten. Oft sind sie mehr ein interessantes Gedankenspiel als exakte Wissenschaft. Denn die Zukunft ist und bleibt offen und nur bedingt vorhersagbar. Dennoch sind Vorhersagen Ausdruck unseres tiefen menschlichen Drangs, Kontrolle über mögliche Zukunftsszenarien zu gewinnen. Sie regen wichtige gesellschaftliche Debatten an und inspirieren mit neuen Ideen. So bleibt die Zukunftsforschung ein äußerst lukrativer, aber auch spannender Blick über den Tellerrand, der unsere Vorstellungskraft für eine neue Möglichkeit öffnet. Prophetie als Ausdruck menschlicher Neugier und Stärke. Warum haben Prophezeiungen den Menschen stets fasziniert? Psychologen haben dafür einige spannende Erklärungen. In uns allen schlummert ein inniger Wunsch nach Sicherheit sowie dem Bedürfnis, die Zukunft zumindest teilweise steuern zu können. Prophetie stillt auf subtile Weise diese grundlegenden menschlichen Sehnsüchte. Gleichzeitig befriedigt sie unsere natürliche und gesunde Neugier, indem sie Visionen von möglichen Entwicklungen entwirft. Das regt unser Vorstellungsvermögen an und hält uns geistig flexibel. In Krisenzeiten können Visionen Trost spenden und neue Perspektiven aufzeigen. Sie können Stärke geben, Herausforderungen zu meistern. Darüber hinaus berühren Prophezeiungen tief menschliche Erzählmuster. Sie verpacken lehrreiche Botschaften oft in interessante Geschichten, eine intelligente Art der Vermittlung. Statt Ängste zu schüren, können Prophezeiungen daher auch Hoffnung wecken und zum positiven Handeln anregen. Insgesamt spiegeln sie auf faszinierende Weise die Stärke des Menschen wider, die Zukunft mit Fantasie und Weisheit zu gestalten. Mit Neugierde und gesundem Selbstvertrauen der Zukunft entgegen. Natürlich faszinieren uns Visionen des möglichen Fortschritts wie Prophezeiungen. Ihre packenden Szenarien stillen unsere Neugier auf kommende Zeiten. Doch sollten wir stets einen kritischen Geist bewahren. Nicht jede Vorhersage muss sich als genau oder gar wahr erweisen. Vertrauen wir daher besser unserem eigenen, gesunden Menschenverstand. Behalten wir stets Eigenverantwortung und Mitdenken bei der Interpretation vager Prognosen. Anstatt Ängste zu schüren, können Voraussagen auch Inspiration für konstruktives Handeln in der Gegenwart schenken. Mit offenem, aber auch selbstbewusstem Geist gestalten wir so am besten unsere Zukunft. Lassen wir sie weder Dritten noch diffuser Furcht überlassen. Blicken wir neugierig, aber gelassen einem offenen Werdegang entgegen. Unsere Stärke liegt im ständigen Denken und gemeinsamen Dialog. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseher und Zuseherinnen, es hat mir sehr viel Spaß bereitet, mit euch diesen interessanten Überblick über Prophezeiungen in der Geschichte zu teilen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, reinzuschauen und reinzuhören. Die Auseinandersetzung mit diesem spannenden Thema hat auch meine eigenen Perspektiven erweitert. Ich hoffe sehr, dass euch der Beitrag ebenfalls neue Einblicke und Anregungen gegeben hat. Eure Neugierde auf weitere spannende Themen, die unser Bewusstsein bereichern, freut mich ganz besonders. Wenn ihr mögt, abonniert gerne den Kanal oder hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Eure Meinung interessiert mich. Bis bald, hier auf Bewusstsein TV und nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Alles Liebe, eure Alex.